Servus. Als neues Nebenformat führe ich ab heute die unregelmäßig erscheinende Fahndungsakte ein. Hier konzentriere ich mich auf Personen, die entweder wegen Verbrechen gesucht werden, vermisste Personen, gesuchte Zeugen sowie flüchtige Verbrecher. Ich entnehme diese Informationen von offiziellen Webseiten, wie zum Beispiel die Seiten der Landeskriminalämter, des Bundeskriminalamtes, Europol, Interpol und dergleichen. Nach Rücksprache mit dem BKA verzichte ich darauf, Bilder der beschriebenen Personen zu zeigen, sondern verweise auf die offiziellen Websites, wo ihr weitere Details, Fahndungsfotos und dergleichen sehen könnt. Eine meiner künftigen Mörderakten, die bereits vor Entstehung dieses Formats entstand und ebenfalls einen Fahndungsaufruf enthält, wird bei Veröffentlichung auch in diese Playlist mit einfließen, wird aber dennoch als Mörderakte geführt werden. Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Niedersachsen suchen nach drei Personen, zwei Männer und eine Frau. Die Verdächtigen stehen auch auf der European Most Wanted Liste von Europol. Sie werden von europäischen Zielfahndern europaweit gesucht. Sie stehen unter dringendem Verdacht, sich folgender Straftaten schuldig gemacht zu haben: Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung, versuchter Mord, zwölffacher Raub. Die Gesuchten werden im Zusammenhang mit Straftaten der ehemaligen linksextremistischen Terrorgruppe Rote Armee Fraktion RAF gesucht. Darunter ein Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt im Jahr 1993. Zudem stehen die genannten Personen in Verdacht, an einem Überfall auf einen Geldtransporter am 6. Juni 2015 beteiligt gewesen zu sein, der in Mackenstedt im Landkreis Diepholz begangen wurde. Auch werden ihnen Überfälle auf Kassenbüros und Supermärkte vorgeworfen. Zu den Tätern. Burkhard Garweg, geboren am 1. September 1968, ist etwa 1,80 Meter groß, hat blaue Augen und spricht Englisch, Deutsch sowie Französisch. Er hat eine auffallend große Nase und ein spitzes Gesicht. Für entscheidende Hinweise, die zu seiner Ergreifung und seiner rechtskräftigen Verurteilung führen, sind bis zu 80.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Ernst Volker Staub. Geboren am 30. Oktober 1954, ist etwa 1,83 Meter groß, hat blaue Augen, spricht Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Er hat Muttermale am Rücken und auf der linken Schulter Verbrennungsmale, zudem hat er ungepflegte Zähne. Für entscheidende Hinweise, die zu seiner Ergreifung und seiner rechtskräftigen Verurteilung führen, sind ebenfalls bis zu 80.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Daniela Klette, geboren am 5. November 1958, ist etwa 1,65 Meter groß. Sie hat dunkle Augen. Welche Sprachen sie spricht, weiß man nicht, aber es ist davon auszugehen, dass sie mindestens Deutsch und Englisch kann. Sie hat auffällige Muttermale im Gesicht. Die drei Verdächtigen sind bereits seit über 30 Jahren auf der Flucht. Vorsicht! Die Gesuchten sind gefährlich und bewaffnet. Bei ihren Überfällen kamen Pistolen, Schnellfeuergewehre, Maschinenpistolen und eine Panzerfaust zum Einsatz. Ich verlinke euch die genauen Fahndungsaufrufe in der Beschreibung. Über die Links könnt ihr im Bedarfsfall Hinweise geben.